Okay, aber damit kriegen wir auch mehr Aufträge. Man muss die Leute nur danach fragen. Wir sollen jetzt so einen Boss killen und so weiter und so fort und mit anderen Leuten reden. Sven und Hildes Haus. Bei Shaw, was wollt ihr? Hallo sagen. Hi Sven. Hi Hilde. Ihr müsst meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Wunderschön. Sven, darf ich dich wecken, damit du mal für uns singst? Feendahl glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Aha. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Was habe ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Oh je. So, okay, ja. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sieht Camilla in Feendahl etwas mehr als einen Freund. Aber warum es darauf ankommen lassen? Hier, gebt Camilla diesen Brief. Er ist voll giftigen Unsinns. Sagt ihr, er sei von Feendahl? Okay. Tschüss. Oh Gott, jetzt müssen wir auch noch Laufburschi für die ganzen Leute hier spielen. Das ist ja, ne? So, wo finde ich denn diese Fee? Nee, aufschließen wieder nicht. Sigrid. Ich komme ein bisschen durcheinander mit den Namen, muss ich gestehen. Ihr Wo sind seid wir denn neu jetzt schon hier, wieder? also schone ich euch noch. Aber Ah ja. verscherzt es euch nicht mit mir. Aha. Wenn ich mich über euch ärgern muss, spiele ich euch einen Streich. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Was sind denn das hier alles für rotzfreche Kinder, sag mal? Hallo, Gerdua. Einen guten Tag wünsche ich. Da ist sie Möget ja ihr mit einem endlich. Schwert in der Hand sterben. Danke. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Aha. Bis zum nächsten Mal. Ja, kannst dich wieder hinlegen. Gute Nacht. So, aber jetzt sind wir hier Wir endlich werden diesen richtig. ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Das ist, darf ich die? Nee, die klaue ich jetzt mal nicht. Die hatte mich doch eingeladen zu schlafen. Wieso schlafen die eigentlich? Wer ist das denn? Haltet die Augen offen. Ach nee, das ist mit dem sind wir gekommen, okay. Aber die hatte mich doch eingeladen, hier zu schlafen, oder nicht? Ich schlafe einfach mal neben dem Typi da. Wartet also eine Verkleidung? Das ist War doch sehr sehr angenehm. War ätzend. es für sie auch angenehm? Klar, wir besorgen euch ein paar Felle und Äste. Malen sie weiß an Ihr und geht binden. jetzt besser. Wohin? War angenehm. War das dein Mann? Das ist nur ein. Ach ja, ich bin ja auch eine Frau. Ach, guck mal, ist schon wieder morgen. Die ganzen Sucht Plagen ihr laufen hier Arbeit? rum. Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Aha. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Ich habe Es gibt schlimmere ziemlich Aufwand. viel zu erledigen. Ich soll dir Holz bringen? Na, Moment mal. Hier haben wir doch. Wo können wir denn jetzt nochmal? Das war hier. Hier. Die ganzen Quests haben wir jetzt.
Was? Erstatte Jarl Balgo Bericht? Hä? Haben wir doch gemacht? Das haben wir doch schon längst gemacht. So Verschiedenes. Ja, das sind die ganzen Verschiedene. Ach, das ist ja auch noch aufgeteilt. Quasi. Und die haben wir alle schon erledigt. Na, so viel ist das gar nicht. Aber ich dachte, wir haben dem doch schon Bericht erstattet. Wir haben dem doch schon Bericht erstattet. So, das, ja, gut, das haben wir da gekriegt, das ist klar. So, und die ganzen verschiedenen Sachen. Da bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Ach, deshalb können wir den nicht verkaufen. Da müssen wir erst noch jemanden finden, der das schätzen kann. Okay. Achso, Svens Brief zu Camilla und so weiter und so fort. Da müssen wir erstmal die ganzen Leute finden. Ja, gut. Wer ist denn Camilla? Wer bist du? Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Danke. Haltet euch bloß von Alvo fern, meinem Mann. Wo ich im Bett geschlafen hab? Nee, das war Hot, ne? Hot, ja. Hier. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Na, kommt noch nicht. Ihr seht irgendwie verschwommen aus. No. Was ist los mit euch? Das ist alles voll normal, ja. Also, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Was wollt ihr? Gar nichts. So, wir arbeiten hart und versuchen uns anständig um unsere Familie zu... Hier liegt zum Beispiel Holz. Kann ich das nicht hacken? Du brauchst eine Holzfäller-Axt. Ach so, okay. Okay, okay. Naja, das könnten wir machen, obwohl wir das jetzt nicht direkt als Quest gekriegt haben. Ich suche jetzt eigentlich diese Leute da, wo wir... Meine Frau Gerdur, das ist Hilde. Wer bist du? Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Hier gibt es eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das ist der Typi. Oh, fallen wir dem nochmal im Rücken, hä? Oder wir lassen uns unterrichten. Ich zeige euch, was ich weiß. Alles klar. Okay. Sehr schön. Aber wir haben genügend Gold. So, mehr kann der uns nicht beibringen. Okay. Ja, dann quatschen wir doch mal mit dem über den Brief und was es mit dieser Camilla da auf sich hat. Ach so, wir können uns jetzt natürlich entscheiden, der Camilla im Brief zu bringen, obwohl ich halt nicht weiß, wo diese Camilla überhaupt ist. Oder wir fallen halt dem anderen in den Rücken und quatschen mit dem darüber, was der andere vorhat. Also ich finde, wir haben den zuerst gefunden, anstatt diese Camilla. Also sagen wir dem jetzt einfach, was hier Sache ist. Was führt dieser Prahlhans jetzt im Schilde? Er glaubt also, er könne Camilla gegen mich aufbringen? Man kann den Spieß auch umdrehen. Hier, überbringt Camilla diesen Brief und sagt, er sei von Sven. Wollen wir doch mal sehen, was sie von ihm hält, wenn sie das gelesen hat. Jetzt haben wir gefälschten Brief von dem einen, gefälschten Brief von dem anderen. Bis zum nächsten Mal. Naja, könnt ihr eure Sachen nicht selber klären hier? So. Aisho, was wollt ihr? Ich möchte gern wissen, wo die Camilla ist. Wer bist du? Im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Danke, immer noch. Aus dem Weg, Fremdling. So, Kinder. Aber sagt, dass ich zu nett zu Fremdling bin. Blablabla. Dass sie immer zu zweit gleich quatschen müssen. So, was ist eigentlich mit dem Haus hier? Was haben die beiden? Ich muss mir das unbedingt mal merken oder so, wo hier wer wohnt.
Da wohnt der, okay. So. Wer bist du? Sigrid, das war die, die hübsche, also die mich hübsch findet. Das ist der Handelskondor. Ja, und das war's doch schon, ne? Können wir denn jetzt hier in der Stadt vielleicht die Karte und dann wissen wir, wer wo wohnt? Sigrid, schlafender Riese. Hier ist doch überhaupt keine Camilla. Aber wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter gehen, vielleicht sind da ja noch mehr Häuser. Sah jedenfalls so aus jetzt, als ob es da hier noch weiter rumgehen könnte. Wir gucken mal. Boah, hier sind auch keine Häuser mehr. Aber kann ja nicht verkehrt sein, sich hier mal ein bisschen umzugucken. Hauptsache, wir begegnen keinem Wolf hier. Sind wir eigentlich lang gekommen? Ist das der Weg? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall echt schön hier. Aber Häuser sind hier nicht mehr. Ui, wer ist das? Sieht nicht nach Camilla aus. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Aha. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ja, Entschuldigung. Ah. Ist das jetzt was? Nee, das sind doch die Häuser von der Burg da, das kennen wir doch. Oder? Ja, sicher. Wir sind einfach nur da hochgelatscht. Hier oben ist auch noch. Na, aber dann würde ich eher sagen, wir müssen ja prinzipiell hinterher hier. Dann würde ich mir das jetzt erstmal mit dem Brief sparen. Oder? Da ist auf jeden Fall eine Quest. Ach, das war das, dass wir dem noch Bescheid sagen. Aber das haben wir doch schon längst. Vielleicht gehen wir doch erst zu den Graubärten. Aber ich glaube, da können wir nur eine Markierung machen. Na, dann reisen wir doch wieder dahin und dann gehen wir da hoch irgendwie. Ich dachte ja, da hinten wären irgendwie noch Häuser oder sowas, aber da scheint es wirklich nicht weiter zu gehen. Vielleicht wohnt die Camilla doch irgendwie da in Burgnähe. Vielleicht habe ich nicht zugehört. Vielleicht hat man mir das gesagt. So. Aha, aha, aha. Okay, so in welche Richtung müssten wir denn jetzt mal gehen? Wir stehen in der falschen Richtung, ne? So, und dann hier hoch. Gucken wir doch mal, ob wir uns hier irgendwie hochschlagen können. Na, hier wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Oder ist das hier so eine Art Weg? Oder wir müssen unten rum. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass wir hier so ganz rum müssen. Aber es sieht ja schon so aus, als ob hier noch so ein Tal wäre, dass man hier eventuell doch irgendwie durchkommt. Ich
Hier allerdings sieht es nicht so aus. Obwohl es hier so eine Art Wanderweg vielleicht gibt über dem Berg. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Was ist das eigentlich? Ach, das sind Steine. Das sah aus wie überall Hasenköttel. Obwohl, das wären dann sehr große Hasen, hä? Oh, hallo. Das hat eine Überraschung. Versucht doch euch zu wehren. Ich werde ja. Ist ja gut. Sind das hier irgendwie, wir sollten doch irgendwo auch noch Diebe, Genug, genug! Ja, wie genug, genug? Doch, Banditen. Seht ihr. Nehmen wir mit. Rest brauchen wir nicht, lassen wir die mal angezogen. Dietriche nehme mit. Eisenpfeile. Den Rest kann er von mir aus behalten. So, wir essen mal ein bisschen was. So, das kann ich nicht herstellen, weil wir die Teile dafür nicht haben. Naja, gut, schade. Schade, schade. So, was haben wir hier? Mhm. So, nochmal Dietriche, nochmal Gold. Und ein Bogen. Und ein Geldbeutel. Und noch ein Geldbeutel. Und eine faulige Tomate. Die brauchen wir nicht. Oh, ein bisschen Salz. Warum nicht? Na, die haben hier gut was gebunkert gehabt. So, aber das Problem ist, kommen wir hier irgendwie weiter? Ich glaube schon. So, hier so rum. Also, es werden uns wahrscheinlich auf dem Weg immer wieder mal dann Banditen begegnen. So, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ah, naja. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, sich hier wirklich so quer durchzuschlagen. Aber wir werden sehen. Kann man ja auch mal ein bisschen was erkunden, ne? Was ist das? War es ein Hase? Hallo? Sah so aus. Bisschen groß für so ein Hase. Das erklärt die dicken Köttel hier. Was ist das da oben? Ach so, da kommen wir wieder da. Na, eigentlich würde ich doch gern eher in die Richtung. Müssen wir da doch außen rum? Weil irgendwie... Oder wir müssen hier so rum. Das wird natürlich auch gehen. Gar nicht mal so einfach, hier diesen Weg zu finden. Hier sind wir, glaube ich, mit dem einen hergekommen dann.
Dachte ja, wenn ich einfach auf dem Weg bleibe, dann passt das schon. Aber offensichtlich ist das auch nicht so der richtige Weg. Da ist ja dann wieder nur das Stadttor. Wir müssten da irgendwie dran vorbeikommen. Können wir einfach da dran vorbei hier laufen? Müssen wir überhaupt in die Richtung? Nee. Wir müssten in die Richtung. Oder ist Berg. Gucken mal, ob wir da trotzdem irgendwie dran vorbeikommen. Hier sieht ja auch noch ein bisschen nach Weg aus. Dass die hier auch keine Rund... Oh, doch, hier. Wollte gerade sagen. Rundwanderwege oder sowas machen. So, wir müssen nach... Da. Ist das richtig? Ja. Können wir ja mal...